Hallo ihr Lieben, mein Name ist Steffi. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Stempelbienchen. Und heute möchte ich mit euch eine Geburtstagskarte basteln. Ich habe jetzt unsere neue Strukturpaste ausprobiert. Mit der möchte ich auch gerne heute auch mit euch werkeln, euch ein bisschen zeigen, wie die funktioniert. Ja, und ich habe ein bisschen jetzt hier mit rumgespielt gehabt. Einmal diese Karte. Seht ihr das? Stell scharf. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das von der Seite her seht. Ich muss mal meine Lampe ein bisschen an der Stelle. So. Ob ihr das so gut seht. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Das ist so, wenn man so ein 3D-Effekt hinten dran. Ich habe nicht so weit beieinander. Ich habe ein bisschen gespielt. Einmal habe ich den Hintergrund komplett mit der Strukturpaste gemacht. Einmal nur ein bisschen und dann hinten dran Blumen rauslaufen gelassen. Hier nur so ein Dekoblatt. Ist jetzt noch nicht so, gefällt mir beides noch nicht so ganz hundertprozentig. Und jetzt möchte ich noch was anderes ausprobieren. Nicht von Ecke zu Ecke, sondern einfach nur mal so einen Streifen drüber laufen lassen. Mal schauen, wie ich das mache. Ich guck mal jetzt. Jetzt probieren wir noch eine neue Variante. Ohne Blümchen, sondern mit Schmetterlingen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal weiter. Fangen wir jetzt einfach an. Ihr braucht die Grundkarte ist diesmal in Pfirsich pur. 10,5 x 29 gefalzt bei 14,5. Dann braucht ihr ein Stück schwarzen Farbkarton in 10 x 14, ein Stück weißen in 9,5 x 13,5, ein Rest Farbkarton in schwarz und Restekarton in Flüsterweiß und Pergamentpapier braucht ihr noch ein bisschen. So, fangen wir jetzt ganz einfach an. Wir legen das jetzt auf Seite. Wir brauchen jetzt diese. Dann braucht ihr die Silikonmatte. Und dann gibt es ja von Stampin' Up diese Schablonen. Hier vier Stück. Einmal die Ziegelmauern. Dann so Vierecke, ja, so geschwungene Vierecke, Wolken und so ein Ornament. Ich benutze heute die Ziegelmauer. Und am besten, wenn ihr habt, Schmierblatt. Es gibt auch ein bisschen Schweinerei. Legt ihr die Folie so drauf, beziehungsweise wir rühren uns die Pasta. Ihr müsst dran denken, wenn ihr die Pasta euch anrührt, die trocknet ziemlich schnell, deswegen schließt euch auch dann sofort die Dose wieder und spült alles, wenn ihr fertig seid. So, dafür brauchen wir hier, es gibt jetzt auch noch dazu Spachteln. Ich glaube, ich nehme den mal. Ihr braucht auch wirklich nicht, das ist also das weiße Paste. Ihr könnt die jetzt so auftragen. Ihr braucht auch nicht wirklich viel. Ich habe das erste Mal so viel gebraucht. So viel benutzt. Genommen, dann hatte ich viel übrig. Und das war nachher eigentlich schade. Ich habe zwar noch ein bisschen was damit rumgespielt, aber egal. So, jetzt das hier reicht jetzt vollkommen aus. Jetzt nehme ich, also ihr könnt die entweder so weiß benutzen, wenn ihr zum Beispiel auf Farbkarton die drauf machen möchtet. Ich tue die noch ein bisschen einfärben, dafür benutze ich jetzt Nachfülltinte in Pfirsich pur. Da müsst ihr gucken, spielt ihr einfach damit. Ich mache jetzt mal 3 Tropfen und verrühre das jetzt schön. Und dann könnt ihr
entweder noch stärker machen, wenn die euch zu hell ist. Ich habe jetzt 3 Tropfen reingetan, das reicht mir vollkommen aus, das ist mir orange genug. So. Jetzt nehme ich unser Blatt hier, lege das schön gerade hin. Ihr könnt jetzt die Matte noch festhalten, aber ich habe vergessen. Auch noch ich brauche jetzt noch ein Blatt, weil ich so in etwa hinlege, damit ich nicht über die Mattung komme. So, so einen Streifen wollte ich hier auch nur haben. So. Ich brauche eigentlich gar keinen. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke. Und fahre einfach jetzt mal hier drüber. Ich brauche nur aufzunehmen und schmiert das so. Ihr könnt ja selber ausprobieren, was euch am besten gefällt. Man muss manchmal auch ein bisschen spielen. So. Und da muss man schauen, was einem am besten gefällt jetzt. So. Das ist jetzt mein Streifen, einfach so drüber. Das trocknet relativ schnell. Ich gehe gerade die Sachen spülen, damit das mir nicht antrocknet. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ist jetzt trocken, beziehungsweise ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ich bin mit einem Embossing-Föhn drüber gegangen. Mit einem Heißluftföhn meine ich den Embossing. Mit dem Heißluftföhn, dann ist das auch trocken. Zur Deko habe ich mir hier einen Schmetterling schon vorgestempelt. Aus dem Stempelset, ja. Ah, hier. Watercolor Wings. Habe es mit den passenden Fellen jetzt ausgestanzt. Dies und diesen. Der eine ist aus Schmetterling und einer ist aus Schmetterlinge. Ich glaube, der hier ist aus Schmetterling-Set und das hier ist aus Schmetterling-Set. Ich kann die auch nie auseinanderhalten, von wo es kommt. Die lege ich nachher so drauf. Jetzt war ich schon am Überlegen, ob ich vielleicht hier noch das Geschenkeband mit Stickkanten noch dran mache. Sieht das nicht so gerade so leer aus? Und wir machen zuerst den Spruch. Ich habe den schon vorbereitet. Der ist aus dem zum Geburtstag ist aus Rosenzauber. Dem habe ich auf schwarz embossed. Schneide ich mir den mal gerade zu. Auf 2,5 cm, glaube ich, mache ich den. 2,5 cm. Zack. Dann nehme ich unser Dreieckstanze, unser Fähnchenstanze. Stanze hier einmal ein Dreieck aus.
Also den Streifen habe ich jetzt 2,5 cm breit gemacht. So, dann klebe ich den hier hin, unten hin. Oder soll ich nur ein Band draußen rum machen? Das schneide ich auch noch ein Stück ab hinten. So. Kommt das schon mal hier unten hin. Das klebe ich mit Flüssigkleber auf. Das ist öfters, wenn man jetzt so, wenn ich jetzt hier die Vorlage hätte, dann würde ich sagen, dann das braucht ihr. Aber manchmal kommen eben nochmal neue Sachen dazu. Immer so, man hat zwar immer so einen Grund, die Idee hat man schon mal, aber wenn man im Gang ist, kommt doch meistens noch irgendwie was anderes dazu. So, ich schon mal da drauf. So drauf, ja, genau, das mache ich. Den ziehe ich aber vorher noch über das Falzbein. Dass er ein bisschen Schwung bekommt. Genau wie das Pergamentpapier. Klebt die mit unserem Klebepunkt da aufeinander. So, klebt ihn damit Flüssigkleber hier drauf. Aber wollte ich, soll ich noch was Band drunter machen? Unser Kupferband. Einfach drunter setzen. Nee, das sieht aber auch nicht aus. Ach komm, ich setze den jetzt hier hin. Dann mache ich hier noch eine Schleife draus. Hoppala, nicht in der Mitte. Kleine süße Schleife draus machen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Also dieses Band lässt sich hervorragend, eignet sich hervorragend für Schleifen zu machen. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo setze ich die hin? Ich glaube, ich setze die auf den Schmetterling drauf, oder? Oh, Steffi. Oder ich mache hier noch. Ich glaube, das setze ich hier unten drunter noch. Und setze dann die Schleife da drauf. Ja, so mache ich das jetzt. Entschuldigung, da das jetzt ein bisschen chaotisch ist. Aber, ach ja. Bin ich ja eigentlich komplett von meiner Idee abgewichen. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Schmetterling draufsetzen. Aber nun ja. Manchmal ist es auch nicht verkehrt. So. Einmal da festmachen. Außen rumfahren.
da auch nochmal fest. Dann das Schleifen mit dem Kluder befestigen. So. So. Jetzt langsam kriege ich das Gestalt an. So, ich habe schon, wo habe ich sie denn? Die Grundkarte mit der Mattung festgeklebt. Jetzt kommen hier noch die Menschen jetzt drauf. Zack. Und hier noch eins. Jetzt hoffe ich, ich habe nicht so viel Chaos hier veranstaltet. So. Ich verspreche euch, das nächste Video wird hoffentlich wieder mehr strukturiert sein. So, die Mattung einmal außenrum. So, ach, jetzt sieht es schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Dann brauche ich noch ein bisschen Pling Pling. Darf natürlich nicht fehlen. Hier unsere Ketten, die gibt es ja nicht mehr. Aber man kann ja auch sonst auch drei Stück von denen zusammen da drauf kleben. Ich finde so eigentlich, die Ketten waren praktisch für jetzt wie jetzt den Schmetterling drauf zu kleben. Aber so viele Schmetterlinge klebt man ja dann auch wieder nicht. So. Jetzt noch drei Steinchen hier verteilen. Und hier unten noch eins. So. Und da setze ich, glaube ich, noch, wenn ich es da finde, hier vorne eins drauf. Ein etwas dickeres. So, nun ist meine Karte fertig. Ich hoffe, euch gefällt sie trotz des kleinen Chaos hier. Und, ups, oh, bisschen zu weit. So, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Und wenn noch Fragen sind, her damit. Ich helfe euch gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.